Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurella.de. Im heutigen Video möchte ich die wichtigsten Dinge zum Magnetismus zusammenfassend mal zusammenschreiben. Und das Erste, was wir uns klar machen wollen, ist eigentlich die Kompassnadel. Wenn ich einen Kompass habe, der zeigt ja die Spitze immer nach Norden. Das ist bei jedem Magneten so. Ein Magnet, den ich gut gelagert aufbaue, das heißt zum Beispiel, wenn ich ein Korkstück nehme und ganz dünnen Magnetstreifen drauf mache, dann richtet er sich immer in Nord-Süd-Richtung aus. Das heißt, eine Seite zeigt nach Norden, die andere dementsprechend nach Süden. Und dann hat man den, also einen ausgerichteten Magneten. Ich nehme einfach einen Stabmagneten mal. Und der eine Teil zeigt Richtung Norden und der andere Richtung Süden. Und dann hat man gesagt, naja, dann müssen wir das ja irgendwie benennen. Und dann hat man gesagt, die Seite, die nach oben, nach Norden zeigt, die nennen wir den Nordpol. Und meistens wird er mit Rot gekennzeichnet. Und der nach Süden zeigt, nennen wir den Südpol. Und den haben sie meistens grün gekennzeichnet, den Südpol. Manchmal machen sie es auch blau. Was sagt uns das? Ja, wir haben ja auch festgestellt, dass gleichnamige Pole sich abstoßen und ungleichnamige ziehen sich an. Das heißt, wenn ich einen zweiten Magnet habe, der den Südpol jetzt hier hätte und dann den Nordpol darunter, dann würden sich diese zwei Magnete abstoßen. Das heißt, die würden sich voneinander wegbewegen oder je nachdem, wenn die Drehbar in der Mitte hier gelagert wäre, würde sich einer von beiden drehen, sodass sich Nord- und Südpol gegenüberstehen, weil Ungleichnamige ziehen sich gegenseitig an. Also gleichnamige Pole stoßen sich ab. Und Ungleichnamige ziehen sich an. Was heißt das für uns, wenn wir es überlegen? Denn das, was wir Nordpol nennen, zeigt immer nach Norden. Also, wenn ich mir eine kleine Weltkugel skizziere und ich habe hier einen kleinen Magneten angebracht, dann zeigt immer der rote Nordpolteil nach Norden. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass unser Nordpol eigentlich ein magnetischer Südpol darstellt. Das heißt, unsere Erde, wenn man das aufteilt, hat eigentlich den Südpol magnetisch oben und den magnetischen Nordpol eigentlich auf der Kugelunterseite. Was auch noch so ist, wenn man wenn man zwei so Magnete nimmt und die zusammenhält, dann verstärken sich gleichnamige Pole und ungleichnamige Pole, die schwächen sich. Das kann man sich veranschaulichen, wenn ich zwei solche Magnete habe und führe sie aufeinander zu, und zwar die ungleichnamigen. Ich hänge genau an die Spitzen, die sich treffen, zum Beispiel eine Büroklammer, da werde ich sehen, wenn ich die mit etwas knete zum Beispiel beschwere, dass wenn ich die zusammenfüge, die beiden Magnete, die magnetische Kraft, die da wirkt, schwächer wird und die Büroklammer mit Knete beschwert, vielleicht hier runterfällt. Vielleicht kennt ein oder andere das Experiment. Was mit Magnetismus auch noch eine Sache ist, wir stellen fest, diese Büroklammern eben oder auch Nägel aus Eisen, die sind eigentlich von Grund auf gar nicht magnetisch. Wenn ich eine Packung Büroklammern habe, dann haften die nicht aneinander. Aber so wie ich mit einem Magnet an die Nähe komme, kann ich ganze Menge Büroklammern als Kette an diesen Magneten dranhängen. Das heißt, ich kann mit einem Magnet Metall, oder in dem Fall Eisen, magnetisieren. Also Dinge sind magnetisierbar und es klappt sogar nicht nur, wenn ich über die Nadel drüber streife, sondern es klappt sogar aus der Ferne. Ihr kennt es sicherlich, wenn ihr einen Magnet habt und ihn in der Hand haltet, dann springt teilweise die Büroklammer direkt schon an den Magneten. Wenn ihr also knapp drüber geht, springt das direkt zu euch hoch, obwohl es eigentlich an sich vorher nicht magnetisch war. Das heißt, wir haben eine Fernwirkung von einem Magneten. Und wenn wir das Ganze weitertreiben und einen Magneten mal versuchen zu teilen,
dann stellen wir fest, wenn wir ihn einfach in der Mitte teilen, dann kriegen wir keinen Nord- und keinen Südpol. Also wir können die Pole nicht getrennt betrachten. Es gibt nicht einen Nordpol einzeln und einen Südpol einzeln, sondern es gibt immer nur Nord- und Südpol zusammen. Wenn ich also einen Magnet teile, habe ich zwei Magnete, jeweils wieder mit einem neuen Nordpol und mit einem neuen Südpol. Und das kann ich immer weitermachen, bis ich meinen Magneten gar nicht mehr teilen kann. Und dann nennt man dieses den nicht mehr teilbaren Magneten, das ist dann der sogenannte Elementarmagnet. Also ich teile den Magnet so lange, bis ich nicht mehr weiterkomme, dann habe ich ein Elementarmagnetchen. Und darauf basiert es ein Denkmodell. Die Physiker arbeiten gern mit Modellen. Das heißt, wir versuchen uns etwas einfach zu erklären. Wir versuchen das Komplexe etwas zu vereinfachen. Und genau sowas machen wir mit dem Elementarmagnet. Wir versuchen damit Dinge zu erklären. Also, wir haben jetzt einen ganz kleinen Elementarmagneten. Was ist dann ein großer Magnet? Also so ein Startmagnet. Nichts an, ist einfach nichts anderes als ganze Menge Elementarmagnete aneinander gesetzt. Was stellt jetzt nun eine magnetisierbare Nadel dar? Nein, in so einer Nadel oder von mir aus auch einfach nur ein Metallbolzen, da sind die ganzen Elementarmagnete vollkommen ungeordnet drin. Das sind also von Anfang an Elementarmagnetchen drin. Und jetzt komme ich mit einem Magnet in die Nähe und ungleichnamige Pole ziehen sich an. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Nordpol in die Nähe des Metallstücks bringe, dann ordnen sich die ganzen Elementarmagnete so aus, dass die Südpole immer in Richtung des Nordpols da drüben zeigen. Das heißt, ich schaffe hier eine Ordnung. Und wenn ich diese Ordnung geschaffen habe, dann habe ich hier sogenannte induzierte magnetische Pole. Das heißt, hier drüben habe ich dann eigentlich einen induzierten Südpol und hier habe ich einmal einen Nordpol induziert. Und schon sieht es aus wieder wie ein Magnet und wird angezogen. Der Unterschied zum Dauermagneten, wie so ein Stabmagnet ist, dass dieses hier nicht dauerhaft ist. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel erhitze, dann kriege ich wieder Unordnung in meine Elementarmagnete. Oder wenn ich ihn einfach runterfallen lasse, hilft es oftmals auch schon, dass sich sowas wieder entmagnetisiert. Also das Umkehr, ich mache dieses Ordnen rückgängig, ich schaffe wieder Unordnung darin und schon heben sich die Wirkungen gegenseitig alle auf und ich habe wieder keinen Magneten mehr. So, was heißt das mit der Fernwirkung noch? Naja, Fernwirkung heißt, ein Magnet hat ein Feld um sich herum, in dem er einen Wirkungsbereich hat und dieses nennt man einfach das magnetische Feld. Das ist rund um jeden Magneten und das, in diesem Feld kann er eben diese Metallnadeln oder andere Gegenstände magnetisieren. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, sagt man einfach, mir führt solche Feldlinien ein. Ich habe also, wenn ich hier einen Nordpol habe und daran natürlich den Südpol unseres Magnetes, Südpol, dann überlege ich mir, was passiert jetzt mit einem gedanklichen Test-Nordpol. Also ich stelle mir einfach vor, ich hätte hier so eine Art Test-Nordpol. Warum sage ich dazu Test-Nordpol? Wir wissen, es gibt nicht einen einzelnen Nordpol. Das ist also ein Gedankenexperiment. Was würde passieren, wenn ich einen Magneten hätte, der wirklich nur ein Nordpol wäre? In welche Richtung wirkt dann hier die Kraft? Nun, die Kraft wirkt natürlich, wenn es ein Test-Nordpol wäre, immer in Richtung Südpol, also irgendwo in diese Richtung. Und wenn ich jetzt das für jeden Punkt mache, wo der hinzeigt und nimm weiter, dann kriege ich solche Kurven. Also überall da sollte eigentlich ein Test-Nordpol sein und diese Linie, die ich dann hier verbinde, das nennt man eine Feldlinie. Und die zeigt uns an, in welche Richtung die Kraft auf einem Test-Nordpol wirken würde. Und das gibt es natürlich auf allen möglichen. Auf allen Zeiten, man zeigt ihn immer vom Nordpol auf den Südpol. Also, ja. So, das sind die Feldlinien eines Magnetes. Oftmals zeigt man das auch noch an einem Hufeisenmagnet. Hufeisenmagnet hat einfach die Form eines Hufeisen, eines also gewinkelten Hufeisen eigentlich meistens. Sieht also etwas so aus. Und hier kann man das ganz einfach machen, denn Feldlinien innerhalb des Hufeisens sind recht einfach zu zeichnen, von Nordpol zum Südpol. Und an der Öffnung sind es auch diese Halbkreise.
aber natürlich gehen auch welche hier hin. Also diese Feldlinien zeigen uns nicht an, wie stark die Kraft ist, die auf diese Tech-Nordpole wirken würde, sondern sie zeigen uns nur an, in welche Richtung die Kraft wirkt. Sie helfen uns also, dieses magnetische Feld etwas besser zu veranschaulichen. Das ist eigentlich nur ein zeichnerisches Hilfsmittel. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Okay, das war's heute zum Magnetismus. Schaut mal wieder auf der Seite vorbei, www.lyrelda.de. Dankeschön.